So Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Genau, ich muss mir überlegen, was ich genau sage. Nicht, dass ich irgendwas falsch sage, wie zum Beispiel New Super Mario Bros. V. Das letzte Mal haben wir hier bei... Ach, es heißt Gemalt von Geisterhand. Ich habe gelesen, Gewalt von Geisterhand. Ah, so, das erklärt den Hintergrund. Haben wir das Secret Exit gefunden, welches wir nicht betreten können, weil es irgendwie nicht geht. Aber nun ja... Machen wir jetzt mal hier Tiefseeträumerei. Oder gehen nach unten. Ne, wir machen Tiefseeträumerei. Machen wir das jetzt. Bringen wir das Schlimme hinter uns. Es gefällt mir schon überhaupt nicht. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Soll ich die Eisblume nehmen? Ja, komm, ich nehme die. Dann kann ich hier die Fische. Hallo, schwimmen wir. Ernsthaft, der wollte erst überhaupt nicht schwimmen. Ich hatte jetzt Glück, dass ich nicht gleich gestorben bin, als ich so den tiefsten Punkt erreicht habe. Toll. Da ist eine Sternmünze. What? Hey, hallo? Was soll das jetzt? Das flutscht irgendwie richtig. So, nicht falsch verstehen. Wie könnte man das auch falsch verstehen? Es flutscht einfach so. Böse, böse Fischis. Okay, okay. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Na gut, egal. Quallen. Quallenfischen, yay! Geht weg, ihr Quallen. Wenn ich auf die draufstehe, dann sind die nicht tot, oder? Also von oben drauf. Nee. Ganz ruhig! Beruhige dich, Compadre. Kann ich die auslöschen? Ja. Cool. Obwohl, es ist, glaube ich, gar nicht mal so gut, weil die nämlich Licht spenden. Boah, ja. War ja nicht klar. Hä, was bringt das? Das bringt gar nichts. Okay, so. Komm. Hier rauf. Und da runter. Und hier rauf. Sehr schön. Und was bekommen wir? Eine Eisblume. Ja, ist ganz okay. Habe ich hier irgendwo eine Sternmünze verpasst? Ich glaube schon. Oder... Moment, ich schaue mich nur noch ganz kurz um. Könnte ja sein, dass die hier irgendwo ist. Die schöne, liebe Sternmünze. Nee, da ist nichts. Nee, ich glaube, hier ist hoffentlich nichts mehr. Denn ich will nicht nochmal in ein Unterwasserlevel zurückkehren müssen. Oh, ich mag Unterwasserlevel überhaupt nicht, ganz ehrlich. Da ist man so... Man kann nicht wirklich richtig mitentscheiden, in welche Richtung man schwimmen will. Also man kann es schon mitentscheiden, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die Steuerung ist sehr... nicht, ich wollte gerade sagen, wässrig. Das wird zwar passend zu Unterwasserlevel, aber wird es nicht ganz gut beschreiben. Die Steuerung ist eher ein bisschen schwammig, sagen wir es so. Schwammig passt ganz gut rein. Hat auch irgendwie so ein bisschen was mit Wasser zu tun. Habt das doch gesehen. Stern oder so, wäre ganz okay. Ja! Stimmt sogar. Und wir erleuchten den Raum. So, komm. Könnte ich jetzt zwar ein bisschen Leben farmen, aber das bringt mir nichts. Nein! Ah, fuck, ich hab den Toten da oder was das auch immer ist, gar nicht gesehen. Okay. Jetzt hier. Ganz gemächlich rein. Und wieder raus. Ah, sehr schön. Nicht mal getroffen. Ich wurde nicht mal getroffen. Das ist doch ein erstes Weltwunder, würde ich mal sagen. Die Fische sind ziemlich doof, muss ich sagen. Also nicht die da, obwohl die sehen auch ein bisschen doof aus. Wie heißen die? Die haben doch sicher so einen coolen Namen wie Lampenfische oder so. Ja, Lampenfisch ist echt ein richtig cooler Name. Würde die nicht gerne Lampenfisch heißen. Ist hier wieder ein Secret Exit? Hoffentlich nicht, sondern ein ganz normales Ausgang. Okay, sieht mir nach Secret Exit aus. Okay. Yo, yo, das ist auf jeden Fall ganz nett. Secret Exit, ja. Yo, hoffentlich führt es an den gleichen Ort wie der andere Secret Exit. Das finde ich mal nett.
Das finde ich echt nett. Mal schauen. Moment. Hat mich der Secret Exit von dem Gang hier hingeführt? Und wenn ich jetzt hier den normalen Exit wieder nehme, komme ich dann... Ah, okay. Das ist wie bei Super Mario World. War das Super Mario World? Ja. Super Nintendo Entertainment System. Ich habe nicht aufgepasst. Hier sollte es so klappen. Keine Ahnung, habe ich nicht aufgepasst. Okay. Wir merken uns nur, wo Bowser ist. Nee, die Eisblume. Rechts, rechts, Mitte. Okay. Rechts. Okay. Ah, oh, fuck. Nee, nee. Nein, nein, nein. Das will ich. Ja. Ich wollte den anderen blauen Yoshi dorthin werfen. Der wäre nämlich mal zwei gewesen. Aber hab den falschen gepackt. Nun gut. Die können wir zum Beispiel für einen Pilz. Hallo, für einen Pilz. So. Eintauschen, ja. Den Pilze, ja. Was will man mit Pilzen machen? Das Problem ist, ich glaube, unter mir ist ein Buhu. So. Okay. Haben es geschafft. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, genau, das sind gar keine Secret Level, das sind ganz normale Level hier. Okay. Okay, okay, okay. Das ist wie bei Super Mario World halt in diesem einen Geisterhaus, wo man auch das Secret Exit finden musste, um wirklich weiterzukommen. Es geht zur Neige oder giftige irgendwas. Was war's? Wiggler-Wahnsinn. Wiggler-Wahnsinn erinnert mich zu sehr an Nintendo DS, an das eine Level da mit dem Gift. Deswegen nehme ich lieber, es neigt sich zu Neige. So, hier sind auch ein paar Wiggler. Hallo Wiggler, wie geht es dir? Mir geht es gut. So, hier rüberschwingen. Jetzt hoffentlich was... Ja, toll, was wäre mit dem Leben? Ich brauche kein Leben, ich kann auch gerne sterben, also... So ist ja nicht. Wer braucht schon ein Leben? Da ist eine versteckte Röhre, das sieht man ganz locker leicht. Oder... Ja, wusste ich's doch. Okay, ey, das war echt klug gemacht von den Entwicklern. Weil so, meint man dann so, ja, da ist nichts, weil sonst würde ich sterben. Nee, sonst würde der Koopa-Panzer nicht abprallen. Das habe ich echt nicht klug gemacht. Aber komm, wir machen es uns echt einfach. Ich habe keinen Bock da großartig rumzufailen, also wir haben nur diese. Na, dann egal. Dann machen wir es uns nicht einfach, sondern bestreiten das Level ganz normal, wie es vorgesehen ist. So. Nein, ja. Erstmal Pilz verpasst. Das ist super. Das Level fängt super an. Und einen Stern will ich aber nicht. Alles wäre gut gewesen, nur der Stern. Den finde ich blöd. Ich will die erste Sternmünze. Sorry. Sorry, Bro. Danke für den Stern, aber ich will die erste Sternmünze. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Oh, kann ich dann ernsthaft... Moment. Ich muss schauen, wie... So mache ich es auf jeden Fall nicht. Okay, ganz ehrlich, ich nehme den Power-Dings da. Ich nehme den Power-Dings da. Hätte ich von Anfang an tun sollen. Ist ja auch egal, wir dürfen nicht zu sehr damit geizen, ganz ehrlich. Und ich glaube, hier bietet sich in diesem Level das Teil ganz gut an. So, wum, 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 cheaten wir uns hier durch. Vielleicht bekommen wir ein Leben. Jupp, sehr schön. Haben wir wieder 98. So. Es soll uns an nichts mangeln. Auch nicht an Leben. So, rein da. Ab und zu verfluche ich es ja, wenn ich Leben bekomme, so, hey, ich habe 99.576 Leben. Und manchmal finde ich es halt gut. In diesem Fall, fand ich es gut, dass ich ein Leben bekommen habe. Denn, 99.999.000 habe ich ja nicht mehr, sondern nur 98. Das ist nicht ganz so schön. So. Okay. Darüber. Das ist ganz easy peasy eigentlich. Also, wenn man dieses Teil da hat, wahrscheinlich. Ah, okay. Stimmt, stimmt. Wenn ich einen Koopa-Panzer dahin werfe, dann prallt er jetzt an dem Teil ab. Ich hoffe nicht. Ich
hoffe nicht, dass er abtreibt. Er treibt. Pfui. Ja, machen wir es halt auf die coole Art. So nämlich. Nein, nein, ey, hallo, ich hab den berührt. Wow, 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 das war ganz, ganz ein knappes Ding, du. Hallo, ich will das Blöckchen hier anschlagen. Geht doch. Ah, ja komm, ist doch scheißegal. Wegen einem Leben werde ich mir hier nicht das Leben nehmen. Okay, hier können wir ganz locker leicht drüber fliegen. Hat schon so einen Vorteil, so ein Power-Eichel-Anzug. Ja, komm, egal. Die roten Münzen brauchen wir nicht. Die letzte Sternmünze ist hoffentlich in diesem Abschnitt. Wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd. Nö, braucht nicht. Danke für das Angebot, aber brauche ich jetzt echt nicht. Gibt's hier unten irgendwas? Nee. So. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde die letzte Sternmünze irgendwie verpassen. Ich habe echt die Angst, dass ich die letzte Sternmünze verpasse und habe irgendwie das Gefühl, dass ich leiser rede. Hä? Ah. Nein, 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 nein. Nein. So. Haha. Reingelegt, Spiel. Du hättest mich reinlegen wollen. Du wolltest mich reinlegen, besser gesagt. Aber hat nicht geklappt. Ich habe irgendwie echt das Gefühl, ich rede teilweise ein bisschen leiser, so in mich gekehrt, so ein bisschen. Das sollte ich natürlich ein bisschen ändern, damit ihr halt auch was hört und alles schön ist und wir alle munter sind und uns allen einen Mund. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, genau, Wiggler. Wiggler sind doch ganz cool. So. Level beendet mit dem Power-Eichel lecker da. Oh yeah, it's a me, Mario time. Und unser Power-Dings verschwindet. Ich muss mal kurz meine Tränen wegwischen. Okay, es geht wieder. Es geht wieder. Ah. Gut, das nächste Mal machen wir halt das untere Level hier. Hier, das da. Und dann machen wir hoffentlich auch das Schloss. Also bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Man sieht sich, schönen Tag noch. Und ihr wisst es, genau, genau, genau. Tschüss.